Ja, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge in Reconning. Und wir sind gerade noch auf dem Weg zum nächsten Questziel von der Hauptquest. Ja, und gucken mal, wie wir jetzt weiter vorankommen, denn hier sind auf jeden Fall mindestens noch mindestens ein Part einer Nebenquest noch auf dem Weg. Oh. Das sind ja sechs. Egal, wie alleine die sind, die werden ja nie ganz alleine sein. Ne? Aber ich muss nur eins. Ne, schaffen wir sonst nicht. So, einmal auf den Zehennagel gehauen und jetzt auch noch ein. Ja, schön, Leute, schön, Leute. Und in den Fackelhauen, jawohl! Da ziehen wir noch die Eingeweide raus. Läuft, ich mag das, verdammt, ich mag das. So, Stufenaufstieg. Schmiedekunst, ja, müssen wir auf jeden Fall noch einen mit drauf geben, ne? Müssen wir. Ich glaube, das sollten wir auch jetzt machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Vier Komponenten in jedem Fall. Herstellen von außen Gemmen als Komponenten verwenden. Da müssen wir auf jeden Fall noch dreimal einen draufkloppen. Müssen wir unbedingt machen. Vier ist schon mal ganz gut. Ist natürlich noch nicht alles, aber so. 50%, 60% Schaden gegen Gegner. Einen Punkt haben wir noch. Aktiv. Ja, hauen wir da einen in Passiv noch drauf. Wenn hier jetzt nichts Neues mit Ball kam, doch hier. Plus einen auf alle Talente, ist das schon ordentlich, ne? Nahkampfschaden. Fernkampfschaden, Zinkkampfschaden, überall 10% mit drauf. Plus einen auf alle Talente. Ja gut, hier haben wir natürlich 20 nochmal drauf, plus nochmal die Betäubungsdauer. Schon nichts verübeln, ne? Aber plus einen auf alle Talente ist natürlich auch schon recht ordentlich, ne? Kommt, wir hauen den mal gerade mit drauf. Ich will das einfach mal testen. Zur Not müssen wir es halt beim nächsten Mal umstellen. Müssen wir es erstmal durch bis zum nächsten Stufenaufstieg. Interessiert mich. Thank you.
gar nicht mit hoch, ne? Die sind weggelaufen. Beinchen der Wolle. Nein, 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 nein. Volltrefferschaden. Mit Magie, ja. Ja, okay, wir brauchen unbedingt nochmal irgendwas Neues für die Füße. Bisschen Sorgen, ne? Was hier so scheppert. Macht mir gerade echt ein bisschen Sorgen. Nicht, ob das für euch gerade gut, die Atmosphäre, wenn man selber spielt, ist natürlich immer noch mal anders, als wenn man sich einfach nur ein Video anguckt. Aber dieser Sound hier, zumindest bei mir mit meinen Boxen, das ist schon das geht richtig in den Markt. Das soll ich dann gerade noch mal wahrscheinlich einen zehnfachen schlimmeren Effekt, als ihr den beim Zuschauen habt. Das nur irgendein Dampfer, der auf dem Boden aufschlägt oder sowas.
Oh, da ist der Boss. Da ist der. Da ist. Da ist der Boss. Aber wir mussten doch auch hier den Wein hier holen, ne? Wenn der Boss liegt, ist es hier einfacher. Scheiße. Scheiße. Leute, Scheiße. Da hätte ich doch mal noch vorher noch mal speichern müssen, wa? Oh, das kann doch nicht sein. So, kommt. Das rocken wir jetzt noch mal hier. Alles nehmen. Da hinten war nichts mehr. Richtig? Richtig. Hoffe ich. Laufen in den Party mal ein bisschen schneller durch. Eigentlich unnötig, weil hat er es eh nicht mal ausgelöst, ne? Hallo? Ist mal weg damit. Der Dämmerung, das hatten wir vorher aber glaube ich nicht, ne? So, wo war der Jungsbund? Da vorne. Das ist doof. Jetzt laufen wir halt noch mal hin. Vogel. Ich habe jetzt vorher
hier, nämlich halt hier implementiert. Aber wo ist er? Wo ist der Boss? Kann ich schon mal bei? Nee, da ist er gar nicht mit bei, ne? Wo ist er? Da ist er noch nicht mit bei. Scheiße. Erst hinter der nächsten Tür, ne? So, Freunde der Nacht, dann gehen wir hier nochmal auf Nummer sicher. Bart und dem Ball noch eine Minute. So, hier ist der Kobold bei. Wo ist denn der Kackvogel? Der Freunde und so. Diesmal gleich auf Nummer sicher. Oh, geil, nice. Ja, und da haben wir schon die nächsten Stufen aufgestiegen. Verdammt, das geht schnell. Kann man noch gar nicht machen, weil wir noch mitten im Kampf sind. Ja, jawohl. Hier haben wir nämlich noch zwei Nachtschüttler. Drei. Hier. Bitte. Ich wollte noch von hinten kommen. So. Gott, das war jetzt auch schon wieder sehr zweideutig, ne? So, Stufeaufstieg, Freunde. Schmiedekunst, yo. Ballern wir drauf, müssen wir drauf ballern. Ja, komm auch nicht drum rum, ne? Irgendwo. Da gehen wir noch drauf. Punkte sind weg. Oh, guck mal, wir haben den gar nicht genommen, ne? Jetzt haben wir den genommen. Ach so, nee, hat man vorhin auch. Nee. Stimmt, hatten wir vorhin draußen, ne? Die Gegner von draußen hatten wir jetzt nicht damit bei. Genau. Okay. Techniken. So. Warte mal, jetzt haben wir doch den Part auch frei gehabt, ne? So. Ah, okay. Okay, hinter uns ist nichts zusammengefallen. Da ist aber alles zusammengefallen, ne? Also wir kommen hier nicht weiter, so oder so nicht.
wirklich schade. Oder hätten wir da schneller sein müssen? Leute, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Aber was hier diesen Radau veranstaltet, ne? Würde ich schon gerne wissen eigentlich. Hört sich ja mächtig an. Der andere Punkt ist, wir haben jetzt aber auch nicht das Gewürf, ne? Wir haben jetzt nicht das Gewürf aus der Höhle, was wir brauchen, ne? Für den Typen da vorne in der Hütte, wo wir waren, ne? Da hatten wir das irgendwo eingesammelt gerade. Bin ich ganz sicher. Kühlers der Eisabwehr, okay. Wunderklingen Langbogen. Eigentlich will ich mit dem Typen ja nicht quatschen, ne? Aber ich meine, wenn es bei ihm jetzt direkt schon vor der Haustür lag. Quatschen wir doch noch einmal kurz mit dem Typen da vorne. Ja, und was er uns zu sagen hat, würde ich sagen, erfahrt man in der nächsten Folge, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und mich wieder mit begleitet. Warum ist hier alles unter Wasser gerade? Das vorhin schon? Ja, würde mich dann freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, ein Abo. Ich würde mich drüber freuen. Und seid gerne in der nächsten Folge wieder mit dabei und begleitet mich auf dem Weg ins nächste Abenteuer, in die nächste Quest, in die aktuelle Quest, die wir noch am Laufen haben. Ich würde mich drüber freuen. Leute, macht euch einen schönen Tag, macht euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bis dahin und ciao.